Hola, buenos dias, liebe Harry Community. Hier ist der Klaus mit dem Wetterbericht vom 2. Mai 2022. Es ist jetzt 13.30 Uhr und wie ihr seht, wir haben wieder ganz herrliches Wetter. Als ich eben losgefahren bin, war es 25 Grad. Ich denke mal, es wird im Laufe des Nachmittags noch bis auf 28 Grad hochgehen. Kein Wölkchen am Himmel und auch der Mini-Kalima, den wir gestern hatten, er hat sich größtenteils verzogen, also ganz tolles Wetter. Allerdings ein recht kräftiger Wind, der immer mal wieder reinhaut. Aber ich werde trotzdem mal Richtung Strand gehen. Ja, heute mein vorerst letzter Beitrag, um Harry zu vertreten. Und deshalb habe ich mir noch mal was Besonderes ausgedacht. Und zwar werde ich mein Fahrrad hier stehen lassen und gehe mit euch durch die Dünen zum Strand. Ja, hier rechts geht es zum Kamelcamp runter. Und hier geht es Richtung Strand. Ja, die meisten von euch werden wissen, dass seit einiger Zeit es verboten ist, die Dünen zu betreten, aus Naturschutzgründen. Aber es gibt geführte Wege durch die Dünen, auf denen man auch auf legaler Weise dann an den Strand gehen kann. Die sind abgesteckt mit Pfählen, Holzpfählen, und da gehen wir jetzt entlang. Ich werde auch diesmal nicht den ganzen Weg mitfilmen, weil das wird ein bisschen lang. Immer mal wieder einen Schnitt machen. Ja, und wichtig ist, wenn man zum Strand geht, das richtige Schuhwerk. Denn hier in den Dünen wird der Sand doch sehr warm und hier liegen so kleine Plättchen mit Dornen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wenn das jemand von euch weiß, wie man die nennt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Es tut auf jeden Fall höllisch weh, wenn man da drauf tritt, und das sollte man wirklich vermeiden. Ja, hier seht ihr die Pfähle. Ja, ich bin mittlerweile seit 14 Monaten größtenteils hier auf Gran Canaria und muss sagen, also ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Ist durch das tolle Klima hier wirklich eine ganz andere Lebensqualität. Häufig kommt die Frage auf, wird das auf Dauer nicht langweilig? Aber da kann ich nur sagen, also bisher ist bei mir hier überhaupt noch keine Langeweile aufgekommen. Klar ist nicht jeder Tag wie der andere. Gibt auch Tage, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer zu tun. Ob ich denn nichts vermisse? Klar vermisse ich meine Familie und all die netten Leute, die in Deutschland immer um mich rum waren. Aber das ist eben das Schicksal jedes Auswanderers. Für mich jetzt auch nicht so schwierig, weil ich keine eigenen Kinder habe. Außerdem hat man ja heutzutage auch die Möglichkeit, sich über die sozialen Medien, über Videochat zu sehen und auszutauschen. Außerdem fliege ich auch regelmäßig nach Deutschland zurück für kurze Stippvisiten. Also, das ist nicht so dramatisch. Hinzu kommt, dass ich auf Gran Canaria nette Nachbarn habe, viele nette Leute kennengelernt habe. Also, ich fühle mich hier pudelwohl.
kommt Gegenverkehr. Jetzt mache ich mal den ersten Break. So, hier ist jetzt die erste Gabelung. Rechts geht es zu den Kamelen und links weiter zum Strand. Ganz links geht es Richtung Rio Palas Maspalomas. Wir nehmen den mittleren Weg. Ja, weiter im Text, was ich noch sagen wollte, dass es hier irgendetwas gibt, was ich besonders vermisse. Ja, eben, wie gesagt, Familie, Freunde, all die guten Bekannten. Aber dann, auch wenn es ein bisschen profan klingen mag, ich vermisse die Möglichkeit, mal ebenso etwas mit Amazon oder eBay zu bestellen. Das funktioniert hier leider nicht. Es gibt viele Produkte, die man auf Gran Canaria nicht kaufen kann. Ja gut, gibt Schlimmeres. Übrigens, hier liegt jede Menge Kamelkacke auf dem Boden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, stinkt auch ein bisschen. Ja, das vermisse ich, aber ansonsten habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe einen Fernseher, mit dem ich alle deutschen Programme in HD-Qualität empfangen kann. Alle Apps, angefangen von Sky, YouTube, DAZN, Netflix, alles kein Problem, habe ich genug Unterhaltung. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der regelmäßig ins Theater oder ins Konzert geht. Also von daher vermisse ich da eigentlich nichts. Und hinzu kommt, hier auf Gran Canaria gibt es viele gute Restaurants, dass man essen gehen kann, Fitnessstudios und auch viele Sehenswürdigkeiten. Ich habe unter anderem auch noch vor, die anderen Inseln mal zu besuchen. Las Palmas ist natürlich auch immer ein Besuch wert. Also, das ist alles schon sehr schön hier. Sehr angenehmes Leben. Ja, hier ein Blick in die Berge. Ich kann auch noch mal zoomen. Ja, sehr schön. Ja, gibt es auch etwas, was ich überhaupt nicht mag? Ja, das ist die Fliegerei. Wobei nicht eigentlich der Flug an sich, sondern das Drumherum. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, da war das schon eine ziemliche Last. Diese ganzen Formulare, die man ausfüllen musste. Corona-Test hin und her. Das ist jetzt glücklicherweise weggefallen. Aber es ist immer noch nicht unbedingt das, was ich gerne mag, das Fliegen. Allerdings, wenn ich erstmal im Flieger sitze, meinen Laptop habe und meine Kopfhörer, dann ist eigentlich alles gut. Also auch das lässt sich ertragen. Ja, ansonsten würde ich mir hier einfach nur wünschen, dass die demografische Verteilung der Urlaubsgäste ein bisschen anders wäre. Mehr junges Publikum. Also gerade in den Wintermonaten ist Gran Canaria schon eine Rentnerinsel. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe nichts gegen Rentner, ganz und gar nicht. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber es ist schon schön, wenn das ein bisschen ausgewogener ist. Puh, ist ganz schön anstrengend, so durch den tiefen Sand zu stapfen. Ja, aber man muss auch sagen, dass Gran Canaria leider nicht allzu viel bietet für das jüngere Publikum. Also da ist das Touristikministerium wohl auch mal gefragt, sich mal ein paar Gedanken zu machen. Es fehlen hier einfach coole Locations, viele Discos und Pubs, die es früher gab,
haben mittlerweile zugemacht. Also gerade in Playa del Inglés ist nicht mehr so viel los. Also eine ganz gute Partyszene hat sich mittlerweile entwickelt in Meloneras, insbesondere an der Playa Meloneras. Aber da könnte wirklich mehr kommen. Boah, das tut ganz schön weh, wenn man Sand an die Zehen bekommt. So, da kommt wieder Gegenverkehr. Mache ich nochmal ein Päuschen. Ja, ich bin jetzt fast eine Viertelstunde unterwegs. Und hier auf der linken Seite sieht man das Rio Palas Maspalomas. Ich zoome mal ran. Ja, und weiter des Weges. Ja, unterm Strich bin ich wirklich glücklich und zufrieden hier auf Gran Canaria. Alles ganz toll. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit 56 Jahren die Möglichkeit hatte, in den Vorruhestand zu gehen. Also das war definitiv die richtige Entscheidung. Denn auf der einen Seite wäre mein Job nicht mehr so gewesen, wie er vorher mal war, weil meine Firma von einer größeren Firma übernommen worden ist. Und ja, ich kann zu guten Konditionen hier auf Gran Canaria leben. Das ist wirklich toll. Und wie gesagt, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ich hoffe, dass es auch noch ein paar Jahre so bleibt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, da hinten ist auch schon das Meer in Sicht. Und ich mache jetzt noch mal einen Break. So, da vorne, hinter der Kuppe, müsste auch das Meer richtig gut zu sehen sein. Also noch ein paar Schritte, dann ist das Ziel in Sicht. Oh, und der Sand wird immer heißer. Heidewitzka. Puh. Also selbst mit Sandalen ist das schon eine heiße Kiste hier. Uiuiui. Und wir haben den Sommer noch nicht erreicht. Also geschlossene Schuhe wären vielleicht auch besser gewesen. Ja, rechts der Faro, das Hotel Palm Beach. Und doch noch kein Meer in Sicht. Aber gleich. Ja, gerade habe ich meine Idee, durch die Dünen zu laufen, doch etwas verflucht. Denn wenn man durch den hohen Sand stakst, das ist schon ganz schön sportlich. Hui, hui, hui. Aber was macht man nicht alles für den Harry? So, jetzt ist es aber auch nicht mehr weit bis zum Ziel. Ja, ich bin jetzt fast eine halbe Stunde unterwegs und hinter diesen Dünen liegt der Strand. Also noch rund 200 Meter und ich habe das Ziel erreicht. Ja, dann werde ich mich auch an dieser Stelle verabschieden, bis auf Weiteres. Heute Abend kommt der Harry wieder und übernimmt das Ruder. Da bin ich sehr froh. Ich danke euch allen dafür, dass ihr hier immer mal wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch auch gefallen. Und bevor ich Tschüss sage, möchte ich dem Harry aber auch noch ein Geschenk hinterlassen, das ich an dieser Stelle einblenden werde, auf dass er die 20.000 noch schneller erreicht. Ich hoffe, das ist nicht allzu nervig. Und ja, werde jetzt die letzte Düne hier erklimmen und sag schon mal Tschüss. Macht's gut und bis bald einmal.
Der Strand, der gehe ich jetzt nicht ran, weil ich keine nackten Leute filmen möchte. Aber ihr seht, Ziel erreicht. Tschüss!